Hallo und herzlich willkommen zurück bei Septerracore, diesmal im Part 121. Ja, wir sind immer auf der Suche nach dem Weg. Ich glaube, hier ging die Tür auf, ne? Ja, hier ging die Tür auf, okay. Ja, wir müssen nach Süd-Südosten, Schalter im Süd-Südosten betätigen, okay. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich da einfach nach nebenan. Können wir von hier aus schon was sehen, da sehen wir... Ich glaube, Fleisch ist das. Und hier sehen wir eine Kiste, aber irgendwo da ist auch... Da ist der Schalter. Da ist... Was ist das denn? Ich glaube, es soll ein Herd sein, oder? Sieht eher aus wieder nach einer Küche, statt irgendwas zum Schmieden oder so. Da bin ich gerade in den hier reingerannt, in diesen komisch ganz dunklen Djinnam hier. So, wir haben keine Magie. Ja, schlecht. Das ging aber voll in den Kopf rein hier gerade. Okay, was haben wir denn noch so da? Was haben wir denn schon lange nicht mehr gemacht? Können wir einfach mal Bowman rufen? Oder? Hm, ja doch, ich glaube Bowman auf alle. Ja, Bowman auf alle, komm. Mist. Hätten natürlich den nicht ausgewählt. Machen wir einfach Bowman auf alle. Hatten wir schon lange nicht mehr. Okay, das war jetzt recht schwach. Trifft alle Ziele mit Energie, das machen wir doch mal. Dann gehen sie auch fast alle down, aber nur der ist noch am Leben. Aber das war's. Zwei Wurzeln haben wir gekriegt. Ach, das ist ja schön. Können wir gleich einmal eine benutzen und dann noch eine. So. Ja, Südosten, da müssen wir hin. Ich habe den ja schon gesehen. Ja, das scheint wirklich die Kantine zu sein. Da battlen wir uns jetzt inmitten der Kantine, na dann. So, und hier gibt's mal... erstmal ein bisschen Coinige für uns, das vergesse ich immer wieder. Dann... nichts. Öffne eine Granate, die Sau. Aber hat ja zum Glück nur Aram getroffen. Das ist auch schon mal ganz gut. Chaos Berserker, Gamma. Nein, Gamma wollen wir nicht. Wir wollen. Warten? Nee, wir wollen. Wir wollen nicht. Wir wollen. Wir wollen den Gott des Todes rufen. Ah, schön. Der überlebt es bestimmt. Jo. Da hat sich einer in den Tisch geglitscht. Schöne Sache. Und da wirft er wieder eine Granate auf Arime. Das bringt doch gar nichts. Hast du es gerade hier nicht gesehen, wie der Schadenszahlen aufsteigen? Das bringt dir überhaupt nichts. So, weiter durch die Kantine. Wo geht's denn hier lang? Da geht's lang. Da haben wir auch schon welche gesehen. Oh Gott. Aber diesmal denke ich dran, meine Core-Energie aufzuladen. Und da geht der Kampf auch schon los. Wo ist denn da auf dem Tisch? Ein paar Möhren oder so hier? Auf jeden Fall ganz viele Dosen. So, die dürften aber Marduk nicht unbedingt. Oder Gemma, machen wir Gemma. So, Gemma auf alle... gehen mal auf alle. Oh. Okay, der war schlecht.
Hadouken! Jetzt noch wegrennen, dann ist alles gut. Ja, wenigstens haben die jetzt Berserker. Naja. Sind sie aber jetzt schon vorher tot. Na gut. So, jetzt sind wir doch auch schon bei dem Kessel da, oder? Ja, sind wir. Gut, einmal hier links und da oben ist dieser Schalter. Den können wir schon mal betätigen. Okay, da geht was auf. Mhm. Das war's auch? Okay, gut. Dann können wir aber hier nochmal die Tonne ausräumen. Eine Wurzel, ja, super. Das hat sich gelohnt. So, Core-Energie ist wieder einigermaßen voll. Das heißt, wir gehen... Können wir da unten rein? Nee, können wir nicht. Wo können wir denn lang? Wo können wir denn da unten lang? Können wir hier unten hin? Ja, können wir. Das heißt, wir können hier auch wieder weiter. Was sagt denn die Dings? Dem Weg Richtung Nordwesten folgen, die Nordwestenkiste öffnen. Man bekommt den roten Gefängnisschlüssel. Ach nö. Ah, Toiletten sind ja auch. Und ein paar Gegner, denen wir nicht ausweichen können, weil es drei auf einmal sind in der engen Gasse. Ja, das ist ja auch wieder super. Gut, was machen wir denn mal? Wir machen mal wieder Blitz. Blitz ist toll. Blitz macht Spaß. Machen wir auf den mal, weil der Schwarze wohl am stärksten ist. Aber Lobo muss ich sagen, Lobo ist wirklich stark. Und dieser Blitz ist unglaublich laut. Aber die Lobo-Schicksalskarte, die ist wirklich sehr stark. Das ist wirklich klasse. Mit diesen vier Effekten, das ist wirklich ultimativ. Die ultimative Karte. Oh, Mann, nee. Geh doch weg. Ach, nö, ey. Warum sind hier überall... Oh. Warum greifen die nur Maya an? Guck mal, da stehen sie einfach so rum. Komm, wir rennen jetzt einfach durch. Na, na, nicht nach oben laufen. Sehr schön. Okay, einfach schnell durch. Ha! Hätte ich nicht gedacht, dass wir das schaffen. So, nach Nordwesten können wir durch. Und wir müssen im Nordwesten eine Truhe öffnen. Okay. Nee, jetzt kann man durch die Komplettlösung noch einen Teil... unnötigen Laufweges verkürzen, ignorieren. Okay, ich glaube, hier müssen wir hin. Ist nur die Frage, in welchem Raum die Kiste jetzt ist, die wir benötigen. Ist die hier drin? Nein. Die ist bestimmt da oben drin. Hier ist wohl eine Gemeinschaftsdusche, okay. Da sind ein paar Toiletten. Schnell rein. Er läuft schon vorbei. Oh. Die stehen genau da. Na komm, geht schon weg. Ah, durch, 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 durch. Verdammt. Okay, wir müssen uns gegen die stellen, sonst kommen wir nie da oben hin. Naja. Oh, was macht der denn jetzt? Sich tarnen, ne? Ja, natürlich. Gut, dann machst du mal Folgendes. Holst ein bisschen mehr Core-Energie und ihr enttarnt mal. Weil Tarnung ist echt mies. Und wir wollen keine getarnten Leute als Gegner haben. So, was machen wir denn mal? Können wir einfach mal wieder ein schwarzes Loch machen.
Nee, in Ordnung, Zauber wollen wir ja nicht. Zerstörerzauber. Aber wir haben gar keinen Mana dafür. Ja gut, rufen wir halt gerne mal an. So, wenn wir schon dabei sind, dann... Bevor wir noch unnötig Zeit verlieren, machen wir jetzt halt mal Gemma. Ich muss schon sagen, die Zauber sind echt gut, um schnell viele Gegner aus dem Weg zu räumen. Okay, der kann immer noch uns angreifen, deshalb bringt Berserker überhaupt nichts. Aber vielleicht ist er jetzt tot und er ist es. Sehr schön. So, irgendwer hat 4 Dingsbums. Ja, 54. Sehr schön. Ein bisschen aufstocken an Leben. Schadet auch nicht. Ja, und da haben wir auch noch genug. So, dann können wir jetzt mal schauen, ob hier haben wir auf jeden Fall noch irgendwas auf dem Tisch, was man zwar nicht sieht, aber mitnehmen kann. Wir haben ein bisschen einen Tischraum, ein Füllhorn. Was haben wir hier? Okay. In den Toiletten ist nichts versteckt. Und auch keine Kiste. Dann bin ich hier doch falsch. Mist. Gut, dann müssen wir doch nach ganz da links. Oh je. Yeah. Dann bin ich den falschen Gang. Ich dachte, vielleicht hier wäre das, aber wir müssen wohl noch ein Stückchen weiter. Das heißt, wir gehen mal hier lang. Treffen bestimmt noch auf ein paar Gegner. Ah ja, natürlich. Aber ich glaube, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Das da oben sieht, das da oben links sieht auch schon ziemlich komisch aus hier. Oder hat sich mal wieder einer getarnt. Den werden wir mal enttarnen. Tarnung aufheben. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Warum eigentlich nicht? Mardo können wir doch mal wieder rufen. Mardo können wir doch mal wirklich mal wieder rufen. Ein bisschen Abwechslung schadet ja nicht. Pompöser Auftritt von Marduk. Ugh, tot. Ja, tot. Gachs. Auch tot. So. Ja, das sieht doch ganz gut aus, was ich da oben sehe. Okay. Okay, was haben wir hier? Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Dreh dran. Das sieht nach dem Großrechner aus, der den elektrischen Stuhl steuert. Aha. Darüber befinden sich keine... Ja und? Ja, ich dachte, hier ist vielleicht die Kiste. Wo zum Teufel ist die Kiste? Schalt am Westen, Südosten, dem Weg Richtung Nordwesten, im Nordwesten Kiste öffnen, kommt einen guten Schlüssel. Was für ein elektrischer Stuhl? Brauchen wir überhaupt nicht. Also hier in der Lösung zumindest wird überhaupt kein elektrischer Stuhl erwähnt. Also irgendwie sind wir komplett falsch und ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Im Nordwesten. Da müssen wir wahrscheinlich doch da vorne hoch. Also hier hoch. Und dann hier so lang. Da lang, da. Und dann ist wahrscheinlich hier in dieser Ecke noch. Oder da in dieser Ecke natürlich. Ich dachte schon, da müssen wir nicht hin. Ja, Denken ist Glückssache.
Und deshalb müssen wir jetzt doch dahin. Deshalb waren die ganzen Kämpfe wieder umsonst. Ach, Mist. Also natürlich haben wir dadurch trainiert, aber... Ja, super, wie ich wieder vorbereitet bin. Ja, können nichts machen. Wir brauchen alle drei. Was machen wir denn mal? Jetzt können wir doch mal wieder schwarzes Loch machen, oder? Schwarzes Loch auf alle. Schwarzes Loch. Schön. Gut, dann geht's hier mal rein und ab in den nächsten Kampf. Oh, doch nicht. Doch. Ach ja, mir wäre es wirklich lieber, wenn die viel weniger Kämpfer eingebaut hätten. So, wieder mal vergessen, aber egal. Wir füllen einfach nach, kriegen nochmal einen Schlag ab von denen, weil... Oder auch nicht. Und, oder doch. Oder, ja. Was geht denn ab, bitte? Gut, dann enttarnen wir den erstmal. Tarnung, Tarnung aufheben, den da... So, haben wir auch wieder volle Core-Energie. So, jetzt tarnt er schon wieder jemanden. Da könnte ich schon wieder kotzen. Der klaut mir 248 Gold. Das finde ich auch super. Gut, wenden wir einfach mal. Machen wir einfach mal schwarzes Loch. Ja, leider verfehlt. Tja. Probieren wir es einfach mal so. Verfehlt. Und verfehlt. Und da klaut er uns einfach mal Gold. Und verfehlt. So, aber das Lustige ist, wir können das auch. Ja, siehst du mal. Jetzt hast du genauso große Probleme, uns zu treffen, wie wir dich. Ist das nicht lustig? Ja, voll lustig. Zieht nämlich alles nur in die Länge. Aber wehe, der trifft, ey. Lalala, ich hab ja Zeit. Ich eile ja nicht. Schubidubidu. Schön. Okay, dann geht's jetzt wohl nach oben weiter. Ich hoffe, ich laufe richtig. Ich versichere mich nochmal. Ja, immer schön einfach nur den einen Weg lang. Durch das komplette Gefängnis. Weil natürlich die wichtigen Sachen immer genau am anderen Ende des Eingangs versteckt werden. Damit sie möglichst gut bewacht werden können. So, das schaffen wir doch hier vorbei. Die stehen super. Nämlich mit dem Kopf an die Wand. So, da sind wir jetzt hier noch in der Kantine. Aber in der anderen. Ich hab mal wieder vergessen, Core-Energie aufzuladen. Macht nix. Es gibt einfach mal wieder einen starken Angriff mit einem schwarzen Loch auf alle Gegner. Scheint hier recht effektiv zu sein. Mal hier, nein, stopp, das und auf, oder Urknall, nee, wir machen schwarzes Loch ist gut.
Ja, und nach dem Kampf endet schon wieder dieser Part. Ja doch, ich glaube, Schwarzes Loch ist wirklich gut. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part, wenn es wieder heißt, ab durchs Gefängnis in Subterracor, Schalter umlegen und Spaß mit Kopfgeldjägern haben. Bis dahin alles Gute und macht's gut. Ciao.